Gut, wir sehen, der Projektmanager ist hier geöffnet. Da haben wir ein Projekt mit dem Titel Reihenhäuser. An dem Projekt werden wir jetzt entsprechend arbeiten, statische Berechnungen durchführen. Und als erstes öffnen wir mal das Vicado-Modell. Das ist bereits vom Entwurfsverfasser, vom Architekt bearbeitet. Und jetzt müssen wir uns natürlich als Tragwerksplaner zuerst einen Überblick verschaffen, welche Bauteile haben wir hier zu bemessen, damit eben die Standsicherheit gewährleistet ist. Hier sehen wir das Projekt. Das sind fünf Häuser, eine ganz klassische Reihenhauszeile. Und wenn wir uns das Projekt jetzt betrachtet haben, dann stellen wir fest, die fünf Häuser sind alle gleich aufgebaut. Das heißt, für die Statik werden wir natürlich jetzt nicht alle fünf Häuser bearbeiten, sondern wir nehmen uns jetzt ein Haus vor und werden daran jetzt entsprechend Bauteile dimensionieren, damit, wie gesagt, die Standsicherheit gewährleistet ist. Wir nehmen uns jetzt für unser Beispielstatik, für unsere Beispielstatikbearbeitung hier dieses linke Haus und beginnen mit unserer Statik natürlich oben im Dach, dass wir hier uns einen Überblick verschaffen, welche Bauteile tauchen hier auf und beginnen auch direkt mit der Bearbeitung oder der Erstellung des Positionsplans. Und dazu legen wir uns eine neue Draufsicht an für das Dachgeschoss. Können hier entscheiden, welche Geschosse wollen wir in dieser Darstellung, in dieser Sicht darstellen. Da begrenzen wir uns jetzt für das Haus 5 auf das Dachgeschoss und können hier natürlich auch noch entscheiden, was wollen wir an der Stelle alles darstellen. Ich wähle noch einen Maßstab, 1 zu 150. Und dann sehen wir jetzt, das ist die Draufsicht auf unser Haus 5, auf das Dachgeschoss. Und wir sehen hier unsere Sparren, die wir jetzt auch als erstes in der Statik dann bearbeiten werden. Für den Positionsplan ist es jetzt wichtig, den wir als erstes erstellen, dass dort alle Bauteile, die wir bearbeiten, eindeutig identifizierbar sind. Und dazu vergeben wir jetzt für unsere Bauteile Nummern. Und das geschieht hier oben mit Positionsplan. Da können wir eine Markierung platzieren, dass wir jetzt entsprechend auswählen, ein flächiges Bauteil, diagonale Beschriftung und es wird die Position 1 der Sparren. Und der Sparren taucht in unserem Projekt natürlich hier in dem Bereich auf. Das wird über diese diagonale Linie kenntlich gemacht. In dem Bereich liegt eben unsere Position 1. Wichtige Information im Positionsplan ist natürlich, dass wir erkennen, welche Abmessungen ein Bauteil besitzt. Deswegen werden wir hier auch noch Maßketten eintragen. Und zwar haben wir, das sehen wir hier unten, haben wir hier einen Kragarm. Der hat jetzt entsprechend hier eine Spannweite von 65 cm. Dann haben wir unser Innenfeld, das hat also 8,20 m und noch einen weiteren Kragarm. Und das ist jetzt entsprechend unser System der Position 1, ein Einfeldträger mit zwei Kragarmen. Gut, dann sehen wir in dem Bereich gestricheltes Mauerwerk. Das bedeutet, wir haben hier eine Öffnung. Man kann es hier auch in der Visualisierung gut erkennen. Das ist die Öffnung hier unten. Das heißt, hier haben wir eine größere Balkontür. Da müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie kommen jetzt die Lasten aus dem Dach weiter in die entsprechenden Wände. Da brauchen wir also einen Balken, den wir hier ausbilden. Typischerweise wird im obersten Geschoss bzw. immer am oberen Rand eines Geschosses ein Ringanker eingebaut, also umlaufend einen Zusammenhalt durch ein Betonbauteil, Stahlbetonbauteil. Und in dem Bereich werden wir den Ringanker, da er dann auch noch Biegung bekommt durch die Auflast aus dem Dach, als Ringbalken ausführen. Und dann können wir hier auch noch unsere Positionsbeschriftung eintragen. Das wäre dann unsere Position 2 in unserem Projekt, der Ringbalken. Gut, hier unten machen wir das nochmal genauso. Das ist die gleiche Spannweite. Da sparen wir uns eine Position, die bemessen wir einmal und führen sie dann entsprechend
an beiden Öffnungen gleich aus. Auch hier brauchen wir natürlich noch eine Maßkette. Also wählen wir hier nochmal das Linienmaß. Die Öffnung alleine ist natürlich nicht die statische Spannweite unseres Balkens. Deswegen geben wir hier noch ein Stück hinzu, zum Beispiel in die Richtung 10 cm. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Auflagertiefe von 20 cm, gehen wir bis zur halben Auflagertiefe und dann hätten wir also einen Balken, der 3,20 Meter gespannt ist. Das wäre jetzt soweit unser Dachgeschoss in dem Projekt. Hier neben sehen wir noch die Visualisierung. Jetzt gehen wir ein Stück tiefer, jetzt gehen wir ins erste Obergeschoss. Auch da müssen wir uns natürlich einen Überblick verschaffen, welche Bauteile wir hier bemessen werden. Also gehen wir wieder den gleichen Weg, eine neue Draufsicht zu erstellen. Draufsicht für das OG. Und jetzt wählen wir natürlich aus, dass wir im Haus 5 entsprechend nur das erste Obergeschoss dargestellt bekommen. Gut, da sehen wir noch ein Raster. Das möchte ich hier nicht darstellen. Deswegen schalte ich das hier noch kurz ab. Gut, das wäre jetzt also unsere Draufsicht auf das Obergeschoss. Auch hier gehen wir jetzt wieder ganz genauso vor wie im Dachgeschoss aus. Auch wir gucken, welche Bauteile sind hier wesentlich für den Lastabtrag. Da sehen wir natürlich, wir haben hier unsere Geschossdecke. Wir haben Außenwände, wir haben eine Innenwand. Und hier können wir jetzt mal einen ganz klassischen Weg wählen, dass wir zum Beispiel sagen, diese Decke, die wollen wir hier als einachsig gespannte Stahlbetonplatten nachweisen. Ich nehme hier mal noch eine Hilfslinie, dass wir uns das Ganze hier auch noch einzeichnen. Also wir bemessen entsprechend den Bereich als einachsig gespannte Platte und genauso auch hier unten. Jetzt tragen wir die nächste Positionsnummer ein. Das wäre dann entsprechend wieder eine diagonale Beschriftung. Das gibt dann die Position 3. Die Decke über dem Erdgeschoss. Und die Position 3 ist entsprechend in dem Bereich in unserem Projekt vorhanden. Und hier unten nochmal in gleicher Weise. Hier im mittleren Bereich, da ist das Tragsystem etwas anders. Da haben wir ein Kragarm und ein Einfeld, eine Einfeldsituation. Also vergeben wir noch eine weitere Positionsnummer 04, die dann entsprechend in dem Bereich unseres Tragwerks auftaucht. Das Ganze können wir auch noch verschieben. Was im Positionsplan auch eine weitere wichtige Information ist, wenn wir hier uns vorgenommen haben, die Position 3 und 4 als einachsig gespannte Platte nachzuweisen, dann sollen wir das auch entsprechend kenntlich machen über die Tragrichtungssymbole. Und da wählen wir jetzt aus, das ist zweiseitig gelagert. Und das ist entsprechend die Spannrichtung dieser Platte. Das wiederholen wir noch für die Platte 4 und auch für die Platte 3. Gut, damit ich die Zahlen noch besser erkenne, wählen wir die einfach nochmal alle aus und können hier rechts auswählen, dass diese Positionsmarkierung im Vordergrund sein soll. Und dann sehen wir, deckt jetzt die Nummer entsprechend wieder unser Tragsymbol ab. Auch hier brauchen wir natürlich wieder Spannweiten, deswegen gehen wir nochmal auf die Bemaßung, dass wir entsprechend hier unsere zwei Felder eintragen. Hier nehme ich mir den Mittelpunkt. Und dann hätten wir also hier zwei Felder, 3,76 Meter, 3,95 Meter. Hier haben wir entsprechend unseren Kragarm für die Position 4. Und die Position 3 ist ja wieder entsprechend wie oben. Gut, das wäre also jetzt für unseren Positionsplan ein nächster Bestandteil, nämlich die Draufsicht auf unser Obergeschoss. Das Ganze wiederholen wir noch ein drittes Mal, nämlich jetzt gehen wir noch ein Stück weiter
zum Erdgeschoss. Auch da wollen wir genauso die Positionen eintragen, die wir in der Statik bearbeiten werden. Also wählen wir nochmal neue Draufsicht auf das EG. Und das packen wir auch hier in den Ordner Statik und entscheiden uns jetzt natürlich ausschließlich auf das, entscheiden uns ausschließlich für das Geschoss Erdgeschoss in unserem Haus 5. Jetzt schalten wir aber direkt noch die Konstruktionslinien ab. Und dann sehen wir entsprechend, genauso wie bei den ersten beiden Geschossen, unsere Draufsicht. Jetzt sehen wir, in dem Geschoss ist natürlich die Decke jetzt anders gelagert, nicht ganz so eindeutig geradlinig gelagert wie im Obergeschoss. Das heißt, hier sollten wir jetzt den Weg gehen, diese Decke mit einer FE-Berechnung zu behandeln. Und dann tragen wir also auch hier wieder unsere Positionsnummer ein. Das wird dann die Position 5. Decke über dem EG. Da habe ich mich verklickt. So, Position 5, genau. Decke über dem Erdgeschoss. Von hier bis hier. Wenn wir das Ganze jetzt mit einer Finit-Element-Berechnung behandeln, dann ist es jetzt keine einachsig gespannte Platte mehr. Wir wollen das jetzt als mehrseitig gespannte Platte berechnen. Also nehmen wir jetzt auch ein anderes Tragrichtungssymbol, nämlich das für vierseitige Lagerung. Und das Ganze ist natürlich dann entsprechend so dargestellt, um eben kenntlich zu machen, dass es hier ein mehrseitiger Lastabtrag ist als nur über eine Richtung. Gut, auch hier können wir uns noch überlegen, ein paar Maßketten noch mit vorzugeben, dass man natürlich auch hier die Dimension, die Abmessung dieser Decke erkennt. Da hätten wir einmal in die Richtung zum Beispiel die Außenmaße. Und das machen wir hier unten nochmal ähnlicherweise. Gut. Diese drei Teile haben wir uns jetzt erstellt. Wir sehen jetzt vom Dachgeschoss, Obergeschoss, Erdgeschoss die Bauteile, die wir jetzt dimensionieren werden. Und damit wir natürlich daraus jetzt auch einen vernünftigen Positionsplan bekommen, den wir in die Statik mit aufnehmen können, wählen wir jetzt entsprechend unter Pläne, dass wir einen neuen Plan anlegen, einen Positionsplan. Wir entscheiden uns für einen Blattformat, das wir verwenden wollen. Sehr häufig findet man in Statikdokumenten das Blattformat DIN A3 quer. Das kann man nämlich schön einfach in den Plan einheften, mit dem Z-Falz rausklappen. Also in der Statik gibt es selten eine A1 oder A0 oder A2 Plan. Das ist viel zu kompliziert. Also nehmen wir hier das Blattformat A3 quer. Maßstab passe ich hier schon mal an. Und auf diesem Plan, den wir jetzt erzeugt haben, da wollen wir jetzt natürlich unsere drei Sichten platzieren. Das machen wir hier oben. Planteile platzieren. Und da fange ich mit dem Dachgeschoss an. Das platziere ich zum Beispiel hier auf meinen Plan. Dann kommt das Obergeschoss. Hier können wir noch auswählen, dass wir auch eine Beschriftung auf dem Plan platzieren wollen. Und mit dieser blauen Linie haben wir auch sehr einfach das Ganze horizontal angepasst, weil wir natürlich auch hier nicht irgendwie das Ganze versetzen wollen, sondern das soll natürlich auf einer Linie angeordnet werden. Das macht das Ganze sehr einfach. Und jetzt hängt auch noch die Überschrift mit dran. Dann können wir die auch noch mit platzieren. Und haben so unsere drei Sichten auf einem Plan platziert. Jetzt fehlt hier noch die Überschrift. Die können wir hier auch noch platzieren. Und jetzt haben wir einen ordentlichen Positionsplan, der in jeder Statik natürlich immer enthalten sein wird, damit man hier erkennt, welche Bauteile wo in dem Bauvorhaben eingebaut werden. Damit wir jetzt in der Baustatik diesen Plan auch nutzen können, wählen wir hier rechts eine reproduzierbare Ausgabe und da kommt entsprechend
unser Positionsplan rein.